Guten Tag, meine lieben Mitmenschen. Mittwoch, der 9. Februar. Immer noch Küche, weil es die Fortsetzung von gestern ist. Geht direkt im nächsten Satz weiter. Dann rief er die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Er verließ die Menge und ging in ein Haus. Da fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses rätselhaften Wortes. Er antwortete ihnen: Begreift auch ihr nicht? Versteht ihr nicht, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Weiter sagte er: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Ja, mir ist es ein Rätsel, warum die Jünger, die ja nicht auf den Kopf gefallen sind, das ein Rätselwort Jesu finden und darüber nochmal eigens Aufklärung verlangen und so begriffsstutzig sind. Denn es ist ja wirklich völlig klar. Also es gibt ja gar kein Vertun. Das kann man nicht verstehen. Allerdings haben wir auch schon 2000 Jahre Emanzipation von jüdischen Speisevorschriften hinter uns, wenn man das so sagen darf. Und daran sieht man, wie machtvoll die Reinheitsvorschriften sind und wie sehr sie also nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle und tiefen Regungen des Menschen beeinflussen. Nichts, was von außen in den Menschen hereinkommt, also Essen dann jetzt vor allem, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Paulus wird dann später im Titusbrief sagen: Den Reinen ist alles rein. Und wir haben das so gelernt in unserem Studium, das ist ein Satz, den ich immer mitlaufen habe: Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur. Das ist antike Weisheit und heißt auf Deutsch ungefähr so: Ich kann alles, was auf mich zukommt, nur so aufnehmen, wie ich selber drauf bin. Und danach wird es modifiziert. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Ja, also denen, die ein reines Herz haben, denen kann das, was von außen auf sie zukommt, in sie eindringen möchte, nicht schaden. Bestimmt haben sie auch einen Menschen vor Augen, der mit einer großen Herzensreinheit gesegnet ist. Das ist meistens nicht so ein Naturtalent, sondern so wird man im Laufe eines Lebens, wenn man sich darum Mühe gibt. Und wenn solche Menschen dann mit Sarkasmus zu tun bekommen oder mit Lästerei im Gespräch und also nicht lästern im religiösen Sinne, sondern ablästern und so, dann ist das wie wenn, also die sagen dann nicht hier, lasst mich hier raus und ich will da sowas nicht hören, sondern es geht irgendwie nicht an sie und sie verwandeln es durch etwas, was wie Naivität erscheint, aber in Wirklichkeit etwas ganz Heiliges und Strahlendes ist, verwandeln die das so, dass es seine Giftspitze verliert und einfach wirkungslos wird und man sich schämt, dass man sowas gesagt hat. Und eigentlich sollten wir alle auf diesem Weg sein, dass wir wie etwas Reinigendes sind für die Gespräche und den Umgang der Menschen. Und dass das, was giftig ist, durch die Weise, wie wir selber innerlich sind, sein Gift verliert. Das, was im Herzen der Menschen ist, das kann ihn unrein machen, aber der Heilige Geist ist ja ausgegossen in unsere Herzen, sagt Paulus. Und wenn wir ihn bitten und lassen, dann kann er machen, dass wir mit der Zeit eben auch rein werden. Das ist kein Privileg für wenige, dafür sind wir alle bestimmt. Ja, also möge es gut gehen. Gott segne und behüte Sie alle.